In diesem Video sprechen wir über den größten Sportartikelhersteller der Welt, und zwar Nike. Wir schauen uns das Unternehmen dahinter etwas genauer an und klären natürlich auch, ob die Aktie heute ein Kauf ist oder ob man eher noch abwarten sollte und wie sich das Unternehmen langfristig entwickelt hat. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über die Aktie von Nike. Und wie immer habt ihr abgestimmt darüber, welche Aktie ich mir heute etwas genauer anschauen soll. Und Nike hat diesmal hauchdünn vor Alibaba bzw. dem Alibaba-Update gewonnen. Deswegen schauen wir uns die Aktie heute hinter Nike etwas genauer an. Und wenn du auch bei der nächsten Abstimmung mit dabei sein willst, dann schau bei mir auf YouTube, in dem Kanal, auf dem Tab Community. Und da ist immer von Samstag bis Dienstag die Abstimmung offen und da kannst du einfach abstimmen, welche Firma ich mir als nächstes anschauen soll, oder schreib mir einfach in die Kommentare, welche Firma du gerne sehen würdest als nächstes, dann nehme ich das mal in Abstimmung mit auf. Genug der Vorrede, starten wir mit der Aktie und schauen wir uns wie immer zuallererst mal den langfristigen Chart von Nike an und wir gucken uns auch gleich mal an, wie die Aktie sich im Vergleich zum Index und auch zu Wettbewerbern geschlagen hat. Ganz grundsätzlich sehen wir, dass die Aktie langfristig wirklich gut gelaufen ist. Wir gehen hier zurück bis in die 80er Jahre, bis zum Börsengang des Unternehmens. Und seitdem ist die Aktie wirklich sehr gut gelaufen, eigentlich wie fast an der Schnur gezogen nach oben. Es gab mal Phasen, ging es ein bisschen länger zur Seite, aber so im Grunde ging es wirklich lange nach oben. Hätte man vor 10 Jahren 10.000 Euro investiert, setzte man heute auf Kursgewinn von ungefähr 37.000 Euro, hätte eine Dividende kassiert von 2.500 Euro und hätte eine Gesamtrendite gemacht von 390% oder eben 17% aufs Jahr. Und das ist ja schon mal gar keine schlechte Rendite für so ein grundsätzlich solides Unternehmen. Aber wir gucken natürlich auch gleich nochmal ein bisschen in die Bilanz hinein. Wenn man jetzt mal schaut, wie hat sich denn Nike im Vergleich zum Vergleichsindex, dem S&P 500, also die 500 größten börsennotierten Unternehmen Amerikas, entwickelt, und Nike gehört ja mit dazu, dann sehen wir hier die Nike-Aktie seit dem Börsengang und wir sehen hier unten, das ist eigentlich fast eine Linie, die wird wahrscheinlich kaum zu erkennen sein, den S&P 500. Beide haben sich gut entwickelt, ne? Also auch ein S&P 500 wäre keine grundsätzlich verkehrte Investition gewesen. 3.400% eben seit den 80er Jahren bis heute, aber mit Nike wäre man deutlich besser gefahren. Über 87.000% hätte man damals investiert, wäre man heute investiert geblieben. Und das jetzt ohne Dividenden und ohne Reinvestition, sondern wirklich der reine Kursgewinn, ohne dass man nochmal etwas reinvestiert hätte, sondern es ist wirklich die reine Aktienentwicklung, natürlich mit Aktiensplits, Aktienrückkäufen, die es gegeben hat, aber ohne jegliche Dividendeneinrechnung, übrigens in beiden Fällen natürlich ohne Dividende. Interessant zu sehen ist ja vielleicht auch mal, wie hat sich denn Adidas geschlagen bzw. Nike geschlagen zu Wettbewerbern, wie zum Beispiel Adidas, Puma und Co. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, wie hier in so einem Chart, wie sich die einzelnen Firmen entwickelt haben. Der Fairness halber muss man sagen, ich fange jetzt hier erst 2007 ungefähr an mit dem Chart, hängt damit zusammen, dass nicht jede Firma damals in den 80er Jahren, wo Nike an die Börse gegangen ist, ebenfalls schon an der Börse war. Das heißt, wir haben für alle das gleiche Startdatum gewählt, denn die Prozentzahlen hier auf der rechten Seite, die sind sozusagen kumulativ über die Zeit hinweg. Und wenn natürlich jemand einen früheren Start hat, hat er natürlich auch eine bessere Chance, in Summe eine bessere Performance abzulegen. Aber wenn wir überall den gleichen Start haben, dann haben wir die gleichen guten Voraussetzungen. Übrigens Nike, was wir gerade gesehen haben, das ist hier diese blaue Linie, die hat über diesen Zeitraum ungefähr 850% gemacht und ist damit die beste Aktie außer Lululemon. Die sind nämlich da ungefähr auch in die Börse gegangen und haben in dem Zeitraum 2500% gemacht, sogar ein bisschen mehr, also sich deutlich besser entwickelt, auch ein bisschen volatiler muss man sagen, aber haben sich tatsächlich deutlich besser entwickelt. Ansonsten unser deutsches Flaggschiff Adidas, auch ebenfalls ja einer der größten Sportartikelhersteller der Welt, eigentlich der zweitgrößte, wenn man jetzt vielleicht mal chinesische Werte außen vor lässt, dann sind wir bei über 430%, aber das ist tatsächlich fast nur die Hälfte von Nike im gleichen Zeitraum. Und schauen wir uns mal noch Under Armour an, auch ja eher ein neuerer Wert, 170%, gar nicht so gut, wie man denkt. Es gab aber durchaus Phasen hier, da war Under Armour deutlich besser, da waren sie auch, ja, stärkeres Wachstum, sind stärker gelaufen, vielleicht so ähnlich wie Lululemon das heute macht. Und wir haben hier noch Puma, die tatsächlich langfristig sich genauso entwickelt haben wie Under Armour. Aber man muss auch sagen, lange, lange Zeit nur im Minus. Puma war ja lange kein gutes Geschäft und eigentlich erst so die letzten Jahre hat sich das wieder positiv entwickelt. Und da hat Puma wirklich sehr gut abgeschnitten und hat sich sehr gut entwickelt. Aber über diesen Zeitraum jetzt, über diesen Vergleichszeitraum, da waren sie eben die schlechtesten. Eben dann vor noch oder hinter Under Armour, dann Adidas, Nike eigentlich auf Platz 1, ganz langfristig auf Platz 2 in diesem Zeitraum und Lululemon eben hier mit einer wirklich sehr guten Performance über so einen Zeitraum hinweg. Schaut man sich jetzt mal Nike nochmal
im Vergleich nur zu unseren deutschen Herstellern an, die man vielleicht eher kennt. Also hier ebenfalls Nike in Blau, Puma hier in Lila und Adidas hier in Schwarz. Und gucken wir uns das jetzt hier mal über einen Zeitraum an von 2002 bis heute, dass man einfach mal so ein bisschen sieht, wie die unterschiedliche Entwicklung ist. Dann sehen wir, wie stark Puma sich gerade die letzten Jahre entwickelt hat, auch nochmal. Über 2000% seit 2002. Nike hat in dem Zeitraum 1700% gemacht, aber auch hier ist Adidas mit 870% abgeschlagen. Das heißt, leider Gottes, Adidas, gutes Unternehmen, guter Konzern, gute Produkte, aber was die Aktie angeht, da gibt es tatsächlich mit Nike und auch gerade in den letzten Jahren dann zunehmend Puma bessere Werte, auf die man hätte setzen können, auch wenn das Unternehmen natürlich trotzdem keine falsche Investition gewesen wäre, aber Nike von der Aktie her wäre tatsächlich ein besserer Wert gewesen. Jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen die Historie von Nike an, wie sich das alles so entwickelt hat und gehen erstmal in die Unternehmenshistorie und das Unternehmen direkt hinein. Dann schauen wir uns mal ein bisschen die Unternehmensanalyse an und dann kommen wir auch auf das Thema Bewertung und natürlich nochmal auf den Chart am Schluss. Aber gucken wir erstmal an, woher Nike denn ursprünglich kommt. Und vielleicht auch interessant zu sehen, gegründet wurde das Unternehmen 1964 und zwar damals als Blue Ribbon Sports. Das war damals der Name. War damals vor allen Dingen eigentlich eher ein Sporthändler, war noch kein Hersteller in dem Sinne. Und das kam dann tatsächlich so richtig erst 1972 mit dem Namen Nike, mit der Umfirmierung, dann eben auch mit dem Swoosh, also dem bekannten Pfeil bzw. Haken von Nike. Und dann hat sich das Logo eigentlich nur marginal verändert bis heute. Der Konzern, das Unternehmen hat sich immer weiterentwickelt, hat auch noch Firmen dazugekauft, da kommen wir gleich noch drauf. Aber so von der Optik, von dem, was es macht, hat sich da seitdem kaum geändert. Interessant ist vielleicht auch die Eigentümerstruktur, die auch so ein bisschen in die Historie blickt. Denn wenn wir mal unter die Top 25 Eigentümer sehen oder schauen, dann sehen wir natürlich die gleichen Verdächtigen wie immer. Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, T. Rowe Price, Alliance Bernstein, Geody Capital, Wellington, Jennison Associates und so weiter und so fort. Aber interessant ist, 1% hält nämlich ein individueller Investor, Philip Knight. Und Philip Knight, vielleicht interessant zu wissen, das ist im Prinzip einer der Gründer des Unternehmens. Es gab zwei Gründer, aber er ist der dann auch langjährig als Vorsitzender, als CEO noch im Unternehmen tätig war. Hält heute noch 1% an der Firma, ist ein Wert von ungefähr 1,7 Milliarden, zumindest jetzt mal nach den Zahlen, die wir hier haben. Und ist immer noch einer der größte individuelle Investor, vor dann eben noch anderen Investoren, einfach aus seiner ursprünglichen Zeit heraus. War für mich nicht ganz so bewusst, ich wusste das vorher nicht. Ist durchaus interessant zu sehen, dass der Gründer und langjährige CEO immer noch einer der größten Anteilseigner an der Firma ist. Geführt wird das Unternehmen heute von John Donahoe. Er ist seit, ich glaube, letztem Jahr der CEO des Unternehmens. Davor war das lange Zeit auch Mark Parker. Mark Parker ist jetzt mittlerweile in den Aufsichtsrat aufgerückt und John Donahoe ist sozusagen, oder Donahoe oder wie auch immer das ausspricht, der ist jetzt eben nachgerückt und lenkt die Geschicke. Beide sind jetzt nicht mit ganz großen Beteiligungen in dem Unternehmen investiert. Klar, ein paar Millionen dürften sie trotzdem an der Firma investiert sein, aber so dieses ganz große Skin in the Game wie der ursprüngliche Eigentümer, das jetzt eben nicht mehr. Was gehört jetzt alles zu Nike mit dazu? Auch das vielleicht mal interessant zu sehen. Klar, man kennt die Nike-Produkte und es gibt ja dann auch Nike Plus, was ja jetzt eher so ein bisschen in die Laufrichtung geht. Und die Air Jordans für eher das Basketballgeschäft. Also es gibt ja eben eher solche Nike-Ableger, die aber unter dem Nike-Logo auftreten. Aber vielleicht auch interessant zu wissen, auch Converse, die Schuhe, die ja durchaus eine große Beliebtheit haben, meins ist es nicht, aber jeder hat so seinen Geschmack, gehören ebenfalls zu Nike, genauso wie Hurley, von denen habe ich zum Beispiel ein paar T-Shirts. Umbro, das sehe ich dann eigentlich eher so bei meinen Großeltern als Jogginghose vielleicht nochmal, ansonsten jetzt eher weniger. Und dann eben hier noch Cole Haan, auch das gehört eben noch zu Nike dazu. Das sind dann sozusagen Marken, die eigenständig auftreten, die aber eben zum Nike-Konzern mit dazugehören. Das wichtigste Geschäft tatsächlich für Nike, das sind Schuhe. Und das werden wir auch gleich dann nochmal in der Bilanz sehen, beziehungsweise in der Umsatzverteilung, dass das einfach das größte Geschäft von Nike ist. Und das kennt man vielleicht auch. Also meine Sportschuhe sind auch von Nike. Da hat man vielleicht so seine Favoriten, entweder Nike oder Adidas. Und das ist nach wie vor das größte Geschäft und da ist tatsächlich Nike auch absolut führend. Schaut man mal in das Jahr 2020, wo wir jetzt eben schon Zahlen haben, dann ist hier auch durch starkes Wachstum erneut bei Nike tatsächlich das größte Wachstum entstanden. Bei Adidas auf Platz 2, die haben sogar ein bisschen verloren im Vergleich zum Vorjahr. Hängt so ein bisschen aber auch mit den jeweiligen Geschäftsjahresenden zusammen. Reebok ist hier übrigens schon auch mit reingerechnet. Das heißt, das ist sozusagen Adidas plus Reebok. Und Nike natürlich auch mit seinen ganzen Affiliates und anderen Marken, die sie haben. Und da sieht man eben Nike weit vorne vor Adidas, was das Schuhgeschäft angeht. Und das ist eben auch das Einträglichste für Nike. ASICS hat eigentlich gar keine Schuhe, so wie es aussieht, beziehungsweise
wir haben keine Zahlen eben für 2019, 2020, Schuhe haben sie schon. Puma hier dann scheinbar auf Platz 3 und dann Under Armour hat ein relativ kleines Sneaker-Schuhgeschäft. Die sind dann eher auch mit anderen Produkten unterwegs, auch wenn sie mittlerweile ebenfalls Schuhe im Geschäft haben. Gucken wir mal in die Bilanz von Nike und gucken wir mal in die Umsatzentwicklung. Und da sehen wir tatsächlich auch, ähnlich wie im Aktienkurs, eine sehr konsistente Entwicklung über die Jahre hinweg. Heute auch eine super Marge, Bruttomarge 46%, operative Marge 16%, Nettomarge 13%. Klar, hier gab es so ein bisschen Einbruch während Corona. Ansonsten dann sofort wieder auf die vorherigen Niveaus gesteigert, sogar ein bisschen höher. Also alles wunderbar. Gucken wir mal in die Umsatzentwicklung ein bisschen genauer rein. Dann habe ich ja schon gesagt, das größte Geschäft ist eben das mit Schuhen, also Footwear. 63%, gefolgt von Apparel, also anderen Dingen, anderen Geschäften, 29%. Und dann der drittgrößte Bereich, das hier ist Converse, macht 5% aus. Und andere Dinge wie Equipment sind dann eben noch ein bisschen kleiner. Da gehört zum Beispiel Nike Golf auch dazu und andere Dinge, die man kauft oder Basketball, Baseballs und so weiter. Was es halt alles so von Nike gibt, das ist nochmal kleiner. Aber der drittgrößte Bereich, die größte Einzelmarke, das ist Converse mit 5%, ungefähr 2,2 Milliarden an Umsatz im Jahr 2021 beziehungsweise im Geschäftsjahr 2021. Gehen wir mal in die Länderverteilung und da, wenig überraschend, ist das natürlich über die ganze Welt verteilt. Der Großteil ist aber Nordamerika, 39%, gefolgt von Europa, Mittlerer Osten und Afrika, 26%, dann in China, 19%, und dann haben wir hier noch die Asien-Pazifik-Region, ungefähr 12%. Aber der Großteil sehen wir natürlich in Amerika, beziehungsweise auch so eher in den westlichen Ländern hauptsächlich, aber grundsätzlich auch weltweit vertreten, die Produkte weltweit im Vertrieb, weltweite Marke, also nichts Unbekanntes. Gehen wir mal in die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung rein. Auch das sehr schön, glücklicherweise, so ähnlich wie der Umsatz. Also man konnte mit dem Umsatz auch schön den Gewinn steigern. Wir sehen hier natürlich die Delle, die es durch Corona gegeben hat. Natürlich auch beim Cashflow konnte sofort wieder gesteigert werden im Nachgang. Also es gab sofort wieder diesen Aufholeffekt. Und wir sehen hier auch die Dividende kontinuierlich gesteigert. Selbst im Corona-Jahr wurde sie leicht gesteigert, dann im Folgejahr sofort wieder stärker. Und auch die Prognose für die nächsten Jahre soll soweit sehr gut sein. Gehen wir mal in die Bilanz des Unternehmens hinein und da sehen wir auch eine grundsolide Bilanz. Wir sehen hier im Prinzip die zu verzinsenden Schulden ist so bei ein bisschen über 30%, die Gesamtschuldenquote ist so bei 50%. Alles gedeckt durch das Kernvermögen und Cash und Wertpapiere, überhaupt gar kein Problem. Relativ hohe Tilgungskraft, also im Prinzip das, was sozusagen übrig bleibt aus dem freien Cashflow, nachdem man auch Dividenden ausgezahlt hat, um dann eben theoretisch Schulden bedienen zu können. Das heißt, sie könnten ihre Schulden auch relativ schnell bedienen. Bilanz ist natürlich so mitgewachsen, aber so vom Grunde her muss man sagen, wir sehen hier auch so mit Corona so ein bisschen die Schuldenquote gestiegen, aber im Grunde her alles noch vollkommen in Ordnung. Keine größeren Sorgen, die man sich da bei Nike machen müsste. Aktienrückkäufe gibt es übrigens auch. Das wurde bei Corona dann so ein bisschen umgekehrt, aber nur minimalst. Ansonsten schon seit vielen Jahren eher Aktienrückkäufe, was uns als Aktionäre freut. Unser Anteil an der Firma vergrößert sich, wenn man Aktionär ist. Vom Grunde her eine gute Sache, wenn es nicht zu teuer erkauft wird. Insofern alles gut. Gehen wir mal in die ersten Multiples des Unternehmens rein. Und da sehen wir hier KGV, bilanziertes KGV, bereinigtes KGV. Wir sehen das Kurs-Cashflow-Verhältnis, wir sehen das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und was wir hier sehen können, ist, wenn wir jetzt über einen Zeitraum von 10 Jahren diese Durchschnittswerte machen, dass wir im Moment eher überhalb des Durchschnitts der letzten 10 Jahre sind bei diesen Kennzahlen. Wir haben hier im Moment ein bilanziertes KGV von 36 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7, also das fast 4,5-fache von dem Umsatz muss im Prinzip bezahlt werden für die Firma, also erhöht im Vergleich zur Vergangenheit. KGV war im Schnitt der letzten 10 Jahre eher so bei 30 und dementsprechend eher erhöht im Moment und das wird sich gleich wahrscheinlich so ein bisschen fortsetzen bei dem, was wir sonst so sehen. Nicht komplett over the top oder komplett fernab, wie das vor kurzem noch der Fall war, aber eben durchaus auch kein Schnäppchen im Moment. Gehen wir mal in die Dividende und die Dividendenentwicklung. Was wir schon gesehen haben, ist diese konsistente Dividendenentwicklung. Das soll sich auch über die nächsten Jahre fortsetzen. Es gab schon bessere Zeitpunkte, wegen der Dividende einzusteigen. Hätte man hier mal 1,4% oder sogar 1,6% bekommen können. Im Schnitt der letzten Jahre ist es eher immer so bei einem oder sogar unter einem Prozent gewesen. Auch jetzt ist man eher unter einem Prozent an Dividendenrendite. Soll sich dann natürlich steigern über die nächsten Jahre, wenn man jetzt investieren würde. Und guckt mal rein, wie sich die persönliche Dividendenrendite entwickeln würde. Wenn ich heute investiere und dann investiert bleibe, hier bis 2040, dann hätte ich eine persönliche Dividendenrendite von knapp 4%, wenn ich heute einsteige. Das ist ganz okay, das ist nicht verkehrt. Das ist natürlich auch dem niedrigen Einstiegsdividendenniveau geschuldet und die Steigerung ist aber gar nicht mal so verkehrt für die Aktie. Gehen wir in die ersten Bewertungen und gucken uns da den Piotrowski-Score an. Der ist wirklich grasgrün,
8 von 9 Punkten. Es gibt lediglich hier bei der Produktivität einen Punktabzug. Alles andere passt eben hier nach dieser eher fundamentalen Sicht. Deswegen gibt es hier auch wenig zu ergänzen. Wir haben es gerade auch in den fundamentalen Daten im Aktienfinder gesehen. Eigentlich eine solide Entwicklung, an der es wenig zu meckern gibt. Und da macht das Management einen guten Job. Gehen wir mal auf den Levermann-Score und gehen hier mal in Transparent Share rein. Hier wird aber nicht zum Kauf geraten. Es ist hier keine Empfehlung, die ausgesprochen wird. Was hier die Abzüge sind, so wie wir es gerade schon gesehen haben, das ist tatsächlich das KGV, also das Kursumsatzverhältnis. Auch die Kursveränderung der letzten 6 Monate im Vergleich zum Index ist hier so ein Abzug. Auch wenn wir gesehen haben, langfristig hat sich die Aktie grundsätzlich besser entwickelt. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ein Abzug. Ansonsten haben wir hier eher Pluspunkte, aber im Moment eher keine Empfehlung zum Kaufen, sondern dann tendenziell, wenn man sie hat, wäre hier eher der Verkaufszeitpunkt schon gewesen, zumindest nach der Levermann-Strategie, wenn man die anwendet oder hier eben Transparent Share folgt als eine Plattform, die das Ganze eben darstellt. Gehen wir mal in den Aktienfinder rein und schauen uns das nochmal ein bisschen mehr im Detail an. Und da sehen wir wie immer in schwarz den Aktienkurs des Unternehmens und die bunten Linien sind die fairen Werte. Wir haben hier die grün gestrichelte Linie auf Basis des des Umsatzes. Dann haben wir hier die grüne Linie und die gestrichelte braune Linie auf Basis des Gewinns oder bereinigten Gewinns. Und dann haben wir hier noch die hellgrüne auf Basis vom Cashflow. Und was wir hier grundsätzlich sehen können, ist, dass wir hier im Moment durchaus über den fairen Werten liegen. Und das ist auch das, was wir gerade woanders gesehen haben. Nehmen wir mal so ein bisschen an, das ist das Korrekte jetzt von der fairen Bewertung her, dann wären wir so 24% überhalb sozusagen der fairen Bewertung. Was wir auch sehen können, man könnte es ein bisschen höher ansetzen und dann wären wir vielleicht hier irgendwie so mit den fairen Werten auf Höhe von Vor-Corona-Hochs, aber auf jeden Fall wäre hier noch theoretisches Abschlagspotenzial von ungefähr 20% und den aktuellen fairen Wert würden wir erst hier so Ende 2023 erreichen. Aber selbst wenn man zum heutigen Niveau investieren würde, nach dieser Kalkulation hätte man ein Potenzial, ein theoretisches Potenzial von ungefähr 29% oder 8% pro Jahr bis zum Mai 2025. Das, wenn die Prognosen auch der Analysten soweit richtig liegen. Und je nachdem, wie sich natürlich der Aktienkurs entwickelt, auf jeden Fall eine ganz ordentliche und solide Rendite. Kein Überflieger, aber man kann hier durchaus wie der Index oder sogar besser abschneiden, selbst wenn man jetzt grundsätzlich mal investieren würde. Das ist natürlich dann interessant, wenn wir mal in die Chartbewertung reingucken bzw. in die Charts tiefer einsteigen. Und deswegen gehen wir nochmal in den langfristigen Chart hinein. Und was wir vorhin schon gesehen haben, ist einfach diese grundsätzliche Aufwärtsbewegung. Wir hatten Phasen mit stärkerer Aufwärtsbewegung, dann ging es eher so ein bisschen zur Seite. Dann haben wir hier wieder auf dieser grundsätzlichen Aufwärtsbewegung aufgesetzt, übrigens auch zu Corona. Und auch im Moment sind wir gar nicht so weit weg davon. Das heißt, diese Korrektur, die jetzt stattgefunden hat, dieses M, was wir hier oben schon eher sehen, also dieses doppelte Top, das hat eher dazu geführt, dass wir jetzt wieder so auf diesen langfristigen Weg aufschlagen. Wir sehen Corona, da ging es mal zwischenzeitlich noch ein bisschen tiefer. Das wurde aber innerhalb der Woche sofort wieder aufgeholt. Das heißt, mit dem Wochenschlusskurs waren wir immer überhalb dieses Aufwärtstrends. Und der hat sich jetzt tatsächlich, muss man sagen, seit 1984 bis heute sozusagen gehalten. Und das ist natürlich schon eine echte Hausnummer. Zoomen wir trotzdem mal ein bisschen rein, so in den Zeitraum nach der Finanzkrise oder ab der Finanzkrise, weil da sehen wir eher so eine konsistente Entwicklung, haben wir auch eher einen Trendkanal, in dem sich die Aktie entwickelt. Wir sehen hier, wie innerhalb von einer Woche die Aktie mal unten durchgefallen ist und dann sofort wieder hier zurückgegangen ist in den Trendkanal. Wir sehen, wie sie hier hochgelaufen ist, sehr stark gelaufen ist. Wir haben auch einen sehr starken Schub gehabt haben. Dann haben wir hier oben dieses doppelte Top gemacht, dieses M, so wie es aussieht. Und dann ging es hier erstmal wieder bergab und hat sozusagen diese hohe Bewertung wieder abgebaut, die wir auch in anderen Kennzahlen gesehen haben und die sich sozusagen ein bisschen durch diese Aktie hinweg durchzieht. Was wir auch schön sehen können, ist, wir hatten hier auf recht hohem Niveau auch einen starken Schub nach oben nach den Quartalszahlen und das hat dann geführt, dass das Ganze wieder bis zum oberen Band des Trendkanals gelaufen ist und dann hier eben wieder diese Abgaben hatte. Jetzt sind wir zurückgelaufen. Interessanterweise haben wir genau da aufgesetzt, wo hier im Prinzip diese Linie ist. Auch das nicht ganz untypisch, dass es dann hier aufsetzt. Und wenn man mal schaut, dann haben wir hier auch so ein bisschen Unterstützungsniveaus und das gucken wir uns nämlich auch gleich mal an. Das heißt, es ist durchaus ein interessantes Niveau, auf dem wir uns aktuell bei der Aktie befinden. Deswegen zoomen wir jetzt mal ein bisschen rein in die aktuelle Situation und schauen uns das Ganze an. Jetzt eben hier erst seit Mai 2015, also ist durchaus auch ein paar Jährchen, aber eben mit ein bisschen größeren Blick auf die aktuelle Situation. Hier sehen wir eben nochmal besser dieses doppelte Top, was dann hier zu den Abgaben geführt hat. Und was wir hier schön sehen können, ist hier auch mal diese Unterstützung, wo der Aktienkurs im Moment gehalten hat, erst sehr stark nach unten korrigiert hat, dann auch eine starke Gegenbewegung gemacht hat, sich jetzt ungefähr hier irgendwo auf dem Niveau weiterhin hält. Da sind wir so bei 128 Dollar. Wir haben hier gerade nach wie vor eine Abwärtsbewegung. Aber was wir sehen können, diese Unterstützung, die ist ungefähr so bei 120 Dollar im Moment.
und damit auf einem erstmal soliden Niveau. Wir haben gerade im Aktienfinder gesehen, der faire Wert liegt sogar noch unter den Vor-Corona-Niveaus, also eher auch unter 100 Dollar. Die Vor-Corona-Niveaus sind so bei 103, 104 Dollar ungefähr. Und das wäre natürlich schon so ein Niveau, auf dem der Aktienkurs spätestens halten sollte, falls es jetzt noch weiter bergab geht. Wir haben ja durchaus im Moment Diskussionen wie Stagflation, einbrechende Konjunktur und natürlich so ein Konsumgüterhersteller wie Nike, wenn die Leute weniger Kapital haben, hohe Inflation, sie haben höhere Kosten. Es wird dann vielleicht auch mal an den neuesten, teuersten Nike-Schuhen gespart oder es wird halt einfach nicht jeder mehr gekauft, sondern halt nur noch jeder zweite. Dann merkt das natürlich Nike am Schluss auch und das wird sich im Aktienkurs bemerkbar machen. Deswegen könnte es natürlich, wenn wir zu einer Stagflation kommen, hier noch weiter runterfallen, ohne Frage. Aber selbst dann sollte es irgendwo bei 100, allerspätestens irgendwie so bei 90 Dollar, 80 Dollar, 90 Dollar, so in dem Bereich spätestens einen Halt finden, damit wir weiterhin hier diesen langfristigen Aufwärtstrend haben. Tendenziell im Moment haben wir hier eher so einen zulaufenden Keil. Wir haben hier eine Unterstützung, so bei 120 Dollar haben wir den Abwärtstrend. Und falls das jetzt hier nach oben durchbrochen wird, dann kann man auch eher sagen, man steigt ein. Ansonsten sollte man eher mal abwarten, was jetzt die nächste Zeit so bringt. Ob wir jetzt hier wirklich eine Auflösung nach oben haben, eine Erleichterung, weil sich die Stagflation doch zumindest vielleicht auch in den USA auch als wichtigster Markt nicht unbedingt zeigt und darstellt, oder ob wir das jetzt vielleicht doch haben, ob die Inflation noch weiter umgreift und damit auch für Nike noch ein größeres Problem wird und dann der Aktienkurs doch nochmal abgibt. Aber selbst dann sollte eigentlich dieser langfristige Trend halten. Falls das nicht passiert, dann haben wir nochmal ein größeres Problem. Da muss man die Aktie sowieso nochmal neu bewerten. Ich bin übrigens in Nike nicht investiert. Man kann nicht alles haben in seinem Depot. Ich habe andere Konsumgüterhersteller in meinem Depot. Nike gehört jetzt halt einfach nicht dazu. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil es sich einfach nicht ergeben hat. Man kann, wie gesagt, nicht alles haben. Ich versuche da eben auch, mich zu konzentrieren und nicht von allem ein bisschen zu haben. Und ich finde Nike super, aber ich habe es halt nicht im Depot. Hätte aber auch nichts dagegen, wenn ich es mal hätte. Insofern kann ich jeden verstehen, der sich die ins Depot legt. Aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Wenn du für dich nochmal lernen willst, wie kannst du denn ein konzentriertes Depot aufbauen, was natürlich dann auch besser abschneiden kann, als es zum Beispiel so ein Vergleichsindex wie ein S&P 500, so wie wir das gerade auch bei Nike gesehen haben, eben aber nicht nur mit einer Aktie, sondern eben mit einem diversifizierten, breit diversifizierten Portfolio, was ich dann eben auch in der Inflation gut schlagen kann, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch. Da können wir dann eben auch mal über deine Situation genauer sprechen und einen Investitionsplan für dich aufstellen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon was gebracht. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und nimm an der Abstimmung auf der YouTube-Community teil am Samstag. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, viel Erfolg an der Börse. Bis bald. Ciao.